Need for Speed Most Wanted Folge 9. Mitten in die Action rein. Wir haben nur noch zwei Reifen und die Polizei am Arsch. Na, das wird was werden. Ich glaube, im Most Wanted Rennen sind wir das letzte Mal zweimal gescheitert. Ich hoffe, dass wir vielleicht in der Folge nochmal dazukommen. Aber dazu müssen wir erstmal die Kollegen hier abhängen. Was mit nur einem halb funktionierenden Fahrgestell nicht unbedingt so einfach ist. Oh, guck mal, das ist noch ein Auto. BMW. Au. Oh. Perfekt zwischen die Kisten geparkt, so wollte ich das. Wir fahren einfach wieder dahin zurück, wo wir herkamen. Das erwarten sie bestimmt nicht. War das gerade eher ein Lamborghini, der da stand? Sah sehr danach aus. Aber ich glaube, wir haben alle gefunden, die es gibt. Da ist der nächste, Alter. Was ist denn hier los? Machen wir es mal ein bisschen interessanter, weil es gibt, glaube ich, keine Züge. Was ich ein bisschen schade finde, das würde hier noch ein bisschen mehr Nervenkitzel und bestimmt auch witzige Situationen reinbringen. Weil, ganz ehrlich, allein was der Zug mich in GTA 5, in was für Situationen der mich gebracht hat, das war genial. So nämlich eigentlich, also wir haben ja in GTA Online in unserem Let's Play schon viel auf die Reihe bekommen. Was man, oh oh, oh oh, okay, da kommen wir nicht mehr raus. Das nennt man... Ach man, ich vermisse diese Verhaftungsszenen so schmerzlich, das gibt's gar nicht. Die waren immer das Highlight. Ne, wir haben ja in unserem GTA Online Let's Play echt schon viel hinbekommen. Wir sind auf die spektakulärsten Weisen gescheitert, haben uns selber umgebracht, überfahren, im See versenkt. Aber was wir tatsächlich noch nie geschafft haben, ich glaube, es wurde noch keiner von uns vom Zug überfahren. Das wundert mich gerade selber total. Dieser blöde Autolock-Alarm. Ah, so, das Tolle ist ja, nein, wir können das Most Wanted, ach, was mache ich denn schon wieder, das Most Wanted Rennen direkt, ach, guck mal, der hat das, was ich sage, gespeichert. So, Auto, was wir gerade gesehen haben, wir können das jetzt direkt starten, oder, soweit ich, ja, perfekt. So, dritter Versuch, jetzt muss es aber werden, einfach nicht durch die Nagelbänder fahren. Das wäre schon mal ein Vorteil. Ach so, kennen wir ja. So, auf geht's. 1044 ist, glaube ich, ein Rennen, soweit ich das mittlerweile gelernt habe. Wow! Alter, krass. Ich hoffe mal, ich kann hier auch fahren. Ich habe zumindest die Polizei da nicht hier. Ah ja, ich kann hier auch. Ach, genial. Mann, das lerne ich einfach nicht, dass es hier eine Kurve hat. Das gibt's doch nicht. So, Kollege, jetzt haben wir ihn zumindest mal hinter uns. Was? Ohne Schäden? Ich befürchte, das wird nichts werden. Ach verdammt, ich wollte ihn in die Säule drängen. Ich wiederhole mich, ich habe dieses Auto nicht gestohlen. Es stand rum, war nicht abgeschlossen. Jawohl! Geil. Den haben wir professionell in die Wand gelotst. So, aber er ist immer noch sehr dicht an uns dran. Und es sind noch 6 Kilometer, 6,5. So, hier kommen irgendwo die Nagelbänder. Ja, hier. Nicht dieses Mal. Boah, da ist er schon wieder. Scheiße. Komm, fahr, 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 fahr. Ach, Mann. Aber ja, bei 6 Kilometer, den können wir noch erwischen. Sind das schon Corvettes? Nee, oder? Worauf ich noch gar nicht geachtet habe, das fand ich beim Original Most Wanted immer eine der gemeinsten Sachen. Die Polizeiautos konnten durch alle Nagelbänder durchfahren. So schnell sie wollten, so oft sie wollten, es hat denen nichts ausgemacht. Und du fährst einmal durch und bist prinzipiell am Arsch. Das ist ein Rennen, natürlich teilen wir uns auf. Im Rennen fährt man ganz selten nebeneinander. Au, oh, genau da bin ich das letzte Mal auch hängen geblieben. Oh, Mann, ich hab's. Das ist echt mit mein großes Problem in Rennspielen.
wenn irgendwas, wenn es naja, zwei Spuren gibt halt, beziehungsweise halt eine Autobahn, zwei Richtungen und dann in der Mitte irgendwas, was das trennt. Ich fahre immer da dagegen. Das schaffe ich auf spektakuläre Weise und in spektakulärer Beständigkeit. Takedown. Tschüss, Penner. Was gab's denn da noch für ein cooles Spiel? Stimmt, das hatte der gleiche Kumpel, von dem ich vor ein paar Folgen erzählt habe, dass er mir Most Wanted sozusagen näher gebracht hat und dann Gran Turismo. Der hatte auch ein geiles Spiel. Wie hieß denn das? Da ging es auch darum, in Rennen so viel wie möglich Gegner mit einem Takedown auszuschalten. Das ist teilweise auch spektakulär. Burnout. Burnout hieß das Spiel. Kennt das jemand? Das glaube ich auch schon. Ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt noch aktuelle Ableger davon? Ich weiß es gar nicht. Aber gehört er, glaube ich, schon mit zu den etwas bekannteren. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Zu den etwas bekannteren Rennen. Serien Burnout, genau. Das war auch sehr cool. Burnout, ich glaube Final Takedown oder so hieß es. Das war ein cooles Spiel. Das haben wir mal eine ganze Nacht lang durchgespielt. Das war so eine Art LAN-Party, aber es war keine wirkliche, weil wir nur einen Fernseher und eine Playstation hatten. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. So. Immerhin schon mal in der Fluchtphase und wir müssen den Typ noch ausschalten. Da stand gerade irgendein Auto, aber mir ist das da vorne gerade lieber. Verdammt, da ist eine Polizeisperre. Oh, da ist noch ein Aston Martin. Ich hätte eigentlich einfach die Autos gerade zumindest mal nehmen sollen. Ich meine, der ist ja eh gleich wieder vor uns, der Typ. Wow. Krass. Hä, wo ist er hin? Da vorne. Hau ab, ich habe hier was zu tun. Oben steht ein Alfa Romeo. Wo ist denn der? Ah, dadurch ist er, ne? Da kommt man wohl nicht hoch. Gut, zuerst Bullen abhängen, dann den Typ jagen. Ist, glaube ich, die sinnvollere Richtung. Reihenfolge, meine ich. Oh Mann, ich werde müde hier. Ich kann nicht nur nicht mehr spielen, sondern auch nicht mehr reden. So, das war jetzt ein sehr schwerer Satz und durch meine völlige Unfähigkeit habe ich ihn noch schwerer gemacht. Jawohl, ab ins Elektrizitätswerk. Oh oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, ob das Penner Zufall ist, dass sie teilweise so praktisch, auch wo wir das letzte Mal festgenommen wurden, haben sie sich ja echt, oh, eine Corvette, geil. Aber die haben wir schon gefunden, von daher ist egal. Weg hier. Aber sie rammen uns teilweise schon echt clever, also dass sie uns gegen irgendwas drängen und dann direkt vor uns stehen und noch einen querstellen, dass wir echt nicht mehr wegkommen. So schlau waren die im Original Most Wanted nicht, also die haben dich halt einfach nur gerammt. Und manchmal, normalerweise wurdest du im Original Most Wanted nur dann festgenommen, weil halt 30 Autos um dich rumstanden und du in der Mitte von 30 Autos warst und in keine Richtung mehr fahren konntest. Besonders schlau waren die damals nicht, aber halt massenhaft vorhanden, möchte ich sagen. So. Huch, Tor aus. Jawohl. So, dann fahren wir jetzt einfach mal wieder normal durch die Gegend. Nein, halt, wir können einfach hier anhalten, den Motor ausmachen und da ist er schon. Es ist schon ein bisschen lächerlich, also das muss man schon sagen. Dann hätten sie lieber noch eine zweite Herausforderung machen sollen, irgendwie nachdem man im Rennen besiegt hat, dass man dann halt noch in einem, keine Ahnung, in irgendeiner Herausforderung wirklich zerstören muss, aber das ist einfach, dass er dann dauernd bei dir ist, finde ich ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Aber gut. Müssen wir an ihm vorbeikommen und ihn dann seitlich treffen. Das tut immer richtig weh. Das ist ganz schlecht. Ich hänge fest, ich komme nicht mehr raus. Doch, ich komme raus.
Das Auto ist wieder völlig am Ende. Sollte mal reparieren gehen. So, wir haben mal wieder in Sichtweite. Ey komm, das muss doch reichen. Jetzt? Ey, ernsthaft? Also Autofahren kann der aber auch nicht wirklich. Oh, ich bin falsch abgebogen, verdammt. Ah, guck mal, aber er fährt in die gleiche Richtung wie ich, das finde ich praktisch. Ne, halt, der ist unter mir, verdammt. Aber er ist echt wieder in unserer Nähe. Mann, der ist ganz schön hartnäckig, der Typ. Beziehungsweise widerstandsfähig. Na, endlich. Das bedeutet für uns zwar eigentlich ein lebenslanges Shadow-Trauma mindestens, aber naja. So, haben wir den auch. Halten wir mal kurz an. Nein, gucken wir uns den. War das der? Nee, der hier, ne? Nee, das war aber gar nicht der. Das war der Lexus. Oh, das ist aber nicht so der Wahnsinn. So geil, wie die Autos immer einem vorbeifahren. Ich würde gerne nochmal den Gallardo fahren. Weil der einfach geil ist. So. Oh, herrlich, dieses Auto. Haben wir da eigentlich schon alle Rennen? Nee, wir haben noch nie und nimmer alle Rennen gemacht, oder? Nee. Genau gesagt, eins. Schwer. Hinterhalt. Oh, ne Hinterhalt. Hab ich grad Bock drauf. Achso, wir sollen noch hinfahren. Den haben wir doch schon. Das sieht mir auch sehr nach Autoversteck aus. Ich höre die Musik auch. Da. Was ist denn das? Musik. Boah, was ist denn das für ein... Ist das ein Königsegg? Naja. Glaube nicht. Ah ne, ist auch so Marusa. Oder Marussa, oder wie auch immer man das ausspricht. Kenne ich persönlich tatsächlich nicht. Hui! Nein! Runter durch! Ja, verdammt. Entschuldigung, ich habe das Lichtsignal nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich war zu schnell vorbei. Oh, ist der geil! Ja, Mann, so muss es sein. Oh Gott! Scheiß.
Ihr merkt, dass ich gerade zunehmend ruhiger werde. Ich werde gerade auch echt extrem... Also die Folge macht mich gerade irgendwie total müde. Ich weiß auch nicht warum. Nicht, dass es irgendwie langweilig ist, aber... Es ist einfach spät und ich glaube, die 7. oder die 8. Folge, die ich hier im Stück aufnehme. Von daher... Ja. Wird mal müde. Wir sind ja auch durch mit der Zeit eigentlich. Wir werden das Rennen noch nicht mehr fahren. Das dauert mir ehrlich gesagt zu lang. Weil bis wir da sind, sind ja noch 2 Kilometer. Müssen wir... Da er eh nicht speichert, wo wir hinfahren, ist es auch egal, ob wir das noch hinfahren oder nicht. Wir bleiben jetzt einfach hier stehen, wie wir hingecrashed sind. Warte. Fahr noch an den Straßenrand, damit wir die anderen Bürger nicht behindern. So, bremsen, Motor aus. Wunderbar. Damit verabschiede ich mich dann von dieser Folge von Need for Speed, Most Wanted. Und damit auch dann die Session für mich beendet. Ich muss sagen, ich habe vermutet, dass ich an diesem Spiel viel Spaß haben werde, bevor ich angefangen habe. Spätestens jetzt nach der 2. Session muss ich sagen, ich habe Riesenspaß damit. Ich hoffe, es euch geht es ähnlich. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Es freut mich sehr, das zu lesen, wenn es euch gefällt. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Die nächste Folge dann ganz regulär übermorgen. Genau. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne, wie gesagt, einen Kommentar oder sogar ein Abo. Das freut mich natürlich umso mehr. Wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem, wenn ihr auch einfach so beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.